Ich glaube an ein vernetztes Lernen. Ich glaube daran, dass der Mensch mit anderen Menschen zusammen am besten lernen kann, dass er wissen muss, wo ist meine Quelle, wo kriege ich gutes Wissen, also Informationsqualität, wo kriege ich gutes Wissen her, wie kriege ich dieses Wissen, und da kommen wir dann auch auf die Technik, dass es personalisierbare Dienste geben wird, die für mich personalisierbar das Wissen herausfiltern, das für mich wichtig ist, die mich mit diesen anderen Menschen in Verbindung setzen, die Wissen haben, das für mich wichtig ist. Und ich glaube so an eine Art gemeinsames Lernen, wo der Lernerfolg am besten ist, wenn die Menschen miteinander lernen, aber auch Technik einsetzen können. Computing with Words ist eine neue Vorlesung, die gibt es sonst weltweit sehr wahrscheinlich nirgends. Es ist eine neue Theorie, die sich seit ungefähr 10, 15 Jahren entwickelt hat. Es ist eine Theorie, die aus der künstlichen Intelligenz kommt. Künstliche Intelligenz, geht es eigentlich darum, wie können wir Systeme bauen, die Wissen für sich aufbauen, aber auch Wissen aufbauen können über andere Menschen. Und wenn man das einsetzt in eine geschickte Art und Weise, kann man so Dienste bauen, wo der Mensch sich erweitern kann mit Hilfe dieser Technologie oder technologischen Dienste. Also Computing with Words ist eine Anwendung von künstlicher Intelligenz. Sachen, die ich da bringe, die schon 100-mal vorgekaut sind, sondern wir sind da an der Klippe von neuem Wissen, und das erarbeiten wir gemeinsam. Ich weiß eben nicht, ob ich das Vorlesungen nennen würde, es ist für mich manchmal mehr so Workshop-artig, wo ich mit diesen Studierenden zusammenarbeite. Es sind Masterstudierende. Wie gehe ich vor oder wie funktioniert dieser Kurs? Ist eigentlich so, dass wir am Anfang eine Einführung haben oder dass ich erkläre, um was es geht mit künstlicher Intelligenz. Ich brauche sehr viel das Konzept, von dem ich vorher schon gesprochen habe, vom Connected Learning oder von den Menschen, die ich miteinander verbinden will. Ich brauche sehr viel auch Technik, wo die Leute dann miteinander sich verbinden können. Und was ich wichtig finde in diesem Konzept oder in diesem Rahmen ist, dass Flipped Classroom, Lernen, wo ich sage, ja, ich möchte, dass die Studenten sich zu Hause informieren und wenn sie dann hinkommen in den Kurs, dass sie miteinander Projekte machen können oder besprechen können oder ich da bin, wenn sie dann irgendwelche Herausforderungen meistern müssen. Meine Studierenden kommen aus ganz verschiedenen Backgrounds. Also was ich mache, ist immer interdisziplinär, wenn man von der Uni her spricht. Was heißt das? Es kommen Leute vielleicht, das sind Psychologen, sind Sportwissenschaftler, sind aber auch Wirtschaftswissenschaftler und Computer Science, also Informatiker. Ich versuche die Studenten so zu animieren, dass sie ihre Ideen oder ihren Background mit einbringen und dass man miteinander kommuniziert und eigentlich so das Wissen erweitert. Ich habe eine Förderprofessur von der Schweizerischen Post und das ist das Transdisziplinäre dran. Ich versuche nämlich auch die Realität oder die Wirklichkeit, die um uns herum stattfindet, mit dem Wissen, das in der Universität interdisziplinär vorhanden ist, zu verbinden. Und ich bezeichne das als transdisziplinäres Wissen, wo ich sage, ich vernetze akademisches Wissen mit Wissen aus der Realität, aus der Praxis. Ja, nebst dem Argumentieren lernt man auch andere Perspektiven zu verstehen, dass es nicht nur eine Perspektive gibt, die richtig ist, sondern dass man aus verschiedenen Bereichen auch eine Thematik anders ansehen kann, und das war auch sehr lehrreich. Ich war an der UC Berkeley und da hat man manchmal das Problem, wenn man mit einer Vorlesung oder einer Idee beginnt, nach fünf Minuten wird einem das Wort abgeschnitten und dann geht es unter den Studierenden hin und her, man hat eigentlich gar nichts mehr zu sagen. Als ich vor 2,5 Jahren hierher kam, war ich da und habe erzählt und habe eigentlich gewartet, wann unterbrechen Sie mich, wann denken Sie mit und wollen das Zepter übernehmen, mich überstimmen, dass das, was ich erzähle, nicht stimmt. Und es kam nie so weit. Und dann habe ich die Studenten eigentlich gezwungen mit Fragen am Anfang, habe ihnen immer gesagt, ich will, dass ihr mit mir zusammen das erarbeitet und denkt. Und am Anfang hat das nicht so geklappt, aber immer besser.
Und ich glaube auch, das hat sich mittlerweile rumgesprochen, dass die Leute, die zu mir kommen, eigentlich mit mir sehr gut kommunizieren. Also normalerweise kenne ich mehr diesen typischen, klassischen Frontalunterricht und Eddie ist da ganz anders. Also Eddie legt wirklich Wert darauf, dass man interaktiv miteinander kommuniziert, dass man im Team etwas auch erarbeitet. Und dass einfach das mal gefördert wird, dass man nicht wie passiv einfach in den Unterricht hockt, sondern wirklich ein Teil des Unterrichts ist. Durch seine Art, wie er unterrichtet, mussten wir überlegen. Wir mussten nachdenken und überlegen, wie verbinden wir die Informationen, die wir erhalten haben, mit den Informationen, die wir bereits besitzen. So, denke ich, lernen die Studenten etwas fürs Leben. Oder sie lernen erstens mal, wie organisiere ich mich, wie lerne ich selber, wie bringe ich mich in eine Gruppe ein. Sie lernen etwas zu erstellen, ein Konzept. Sie lernen dieses zu präsentieren und zu verteidigen gegenüber von anderen Ideen. Und wenn es dann noch in eine Implementation geht, lernen sie auch da erste praktische Erfahrungen. Wie kann man das dann in der Realität anwenden und wie könnte man das umsetzen? Das ist auch etwas, was ich den anderen Dozierenden raten würde. Traut euch mal loszulassen und nicht einfach eine Frontalunterrichtslektion abzuhalten, wo ihr hingeht und einfach erzählt, was ihr auf euren PowerPoint-Folien habt, sondern lasst euch auf das ein und arbeitet mit den Studierenden zusammen, weil ihr werdet überrascht sein, was die Studierenden alles dann zurückbringen, was, wenn man miteinander interagiert, was man selber als Dozent wieder lernt. Er hat auch das Interesse geäußert, dass er auch von uns lernen will, da er nicht alles weiß. Und das macht einen Dozenten sehr sympathisch. Ich finde das sehr interessant, mit den Studierenden zusammen die Zukunft zu entwickeln, weil sie müssen in der leben und sie haben auch eine Vision, sie bringen ihr Background mit und verknüpfen das.